hier so Luki-Luki mache. Ihre letzte Überweisung war vor gut einem halben Jahr. Herr Diesel. Limburger, Entschuldigung. Ich will sprechen, es existiert eine gewisse Versorgungslücke, also mir gegenüber. Ich kann leider auch noch machen, wen ich machen kann. Das mache ich ja, aber was will ich sonst machen? Ich mache auch was. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Ihre Außenstände. Das brauchen Sie nicht. Meine Außenstände geht's gut. Ach da? Ja, die sind ja nicht weg, wie der Name schon sagt. Die stehen nur außen, draußen. Die war Borchert. Borchert? Ja, draußen vor der Tür, da stehen die. Der Plot in wenigen Sätzen, Metzgerei Boggensack wurde verortet. Das ist zu einem Lust, zum anderen Last. Er wurde in eine Shopping Mall hineingepflanzt. Und ich sage mal, das Ganze fängt insofern problematisch an, weil Herr Boggensack durch diese Umpflanzung Außenstände hat, die er zu begleichen nicht in der Lage ist, und bekommt eine Frist gesetzt vom Investor und vom Consulting-Chef, was ihn dann, glaube ich, in ziemliche Nöte bringt und ziemlich unter Druck setzt. Ja, sprechen Sie mit Ihrer Bank. Ja, hab ich schon, aber das ist, die wollen halt immer gleich so, naja, und das hab ich halt nicht. Also nun nie, so von den Sicherheiten her. Verständnis? Wo ist denn das hin? 40.000. Licht neben der Pilz. Oh. Robert, 40.000. Wenn ich meine Scheidung erst einmal durch habe, die hat er, da kriege ich das hin, also das wäre, aber mit ihrer Scheidung, da scheiden sich gerade noch die Geister. 40.000 mit Frist. Frist? Ja, natürlich mit Frist. Der Franke dann nur glücklich ist, wenn er seine Bratwurst frisst. Er hat sich natürlich auch dem Zeitgeist etwas angepasst. Kommt hinzu, dass er in Scheidung lebt. Es ist das Trennungsjahr. Er eine neue Geliebte hat, was natürlich auch noch ein bisschen problematisch ist, gerade was das Trennungsjahr angeht. Aber er kämpft sich wacker durch, das war ja immer so seine Art. Hey, dann sag doch klar, dass ich Ramsch bin, Ramsch! Bei mir gibt's auch sofort nur noch Ramschnitzel! Ramschnitzel aus dem toten Winkel von Welcome Island frisch serviert! Und sammelt ihr treue Punkte, dann liegt nichts wie hin zum Metzger Boggensack. Nehmt eure Füße in die Hand, in eine Hand wäscht die andere. Und nur du bist du, wenn du bei mir bleibst und dir nur deine Hände reibst. Was ist denn schon wieder los? Die hat mit mir geredet. Die Durchsacherin da hat gerade mit mir geredet. Ja, ja, ist gut, Schaschi. Ich soll zum Infopoint. Du sollst es gar nichts. Es gab jetzt kürzlich eine Untersuchung, da wurde festgestellt, dass die Franken das viertglücklichste Volk in Deutschland sind. Ja, am letzten Rang sind die Thüringer, hat wahrscheinlich mit deren Bratwurst zu tun, das zieht runter. Aber die Franken sind an vierter Stelle platziert. Franken sind sehr glücklich, aber das geht kann was so, das zeigen sie nicht. Ich hab dir doch gesagt, das musst du alles ein Dings locken. Ich hab aber kann er heute auf meine Locken gehört? Was macht man jetzt da? Ist mir gerade wurscht. Das wird Ihnen dieser Herr Mehmet eingerichtet haben. Ein amatorisches Postamt haben Sie da. Nichts geht weiter, außer die laufenden Kosten. Was soll denn das doch eigentlich? Die brauche ich halt. Das ist mein Kuschelbratwurst. Naja, es ist eine Mischung aus Comedy und Kabarett, wobei mir ja die Genres inzwischen, die haben ja verwaschene Grenzen, das kann man ja nicht mehr klar trennen voneinander. Also ich versuche, sehr gute Unterhaltung zu machen. Es geht dabei nicht unter die Gürtellinie. Ich versuche einfach, niveauvolle, wirklich witzige, temporeiche Unterhaltung zu bieten. Traumisch aus. Nein, es geht nicht zum Zweifel, lassen Sie die Zeit ablaufen. Ja, Mama. Ach, ich. Oh, so, ich. So, Niki. Oh.